Ein Mensch plont seinen Weg, aber der Herr bestimmt, wo er geht. Sprecher 16, Vers 9. 2022 ist zum Ende gekommen. Wo fällt's dir, wenn ich dort sei? Geht dir dort schön, falls ich diese Jahr ein schönes Jahr gehabt? Die sind fair weit gekommen, die haben ihr Ziel erreicht vielleicht? Oder falls ich diese noch ein Jahr kriegst es einmal? Wird nächstes Jahr auch so stolz sein. Ich würde auch gleiche Dinge zu tun, aber mein Mann will nicht, so wo kann ich Dinge tun? Vielleicht hat die dort so stolz. Ich will dir noch weiter sagen, dort schafft, du kannst was tun, um dort das nächste Jahr kann schöner sein. Für dich von jemand, wo dort hat Geld gemacht, wo dort das behalten hat, anfangs Jahr, wo ich dort von Rede dort von Dingen abschreiben oder planen, in Verweis streben und dort für jene Augen holen, um seine Verweis zu kommen, nicht? Wenn jemand das so jährt, dass er das geschafft hat, ich stelle mir so vor, du in deinem Mann wird das so gehen dann, weil wir uns weiter da sind, weil wir weiter ans Jahr planen, wir müssen sagen, was das Jahr wird gerne sein. Aber da von jemand, der das nicht getan hat, und wenn die sich dort so fällt, dass du kannst nicht, wenn dein Partner will nicht. Vielleicht interessiert deine Frau dort nicht, vielleicht interessiert dein Mann dort nicht. Wenn die sich so fällt, dass du kannst nicht tun, wenn dein Partner will nicht, ich will dir sagen, du kannst was tun. Du kannst was für dich selbst tun. Vielleicht wär's nicht so ein großer Ziel dann, aber vielleicht wär's die ein Ziel machen, das Jahr, weil ich nur dran noch Gott komme. Und was will ich tun, damit ich dort erreichen kann? Was ist ein Ding, was ich alle Tage tun kann, damit ich kann nur dran noch Gott komme? Oder was willst du gleiche? Was willst du gleiche zu sein in 2023? Was denkst du sein in 2023? Was willst du dir freuen, wenn du passieren wird in 2023? Du sagst dann vielleicht, na, was kann ich damit tun? Vielleicht sagst du, na, was immer Gott will, das wird ich will. Weißt du was? Vielleicht sagt Gott zu dir auch so, was immer du willst, was willst du? Sag mir mal, was du willst. In Psalm 16, Vers 9, da sag ich dir, dass ein Mensch plant sein Weg in Gott bestimmt, wo er geht. So dass es dir hier, wie uns Menschen, Gott will, dass wir planen sollen. Gott hat uns einen Verstand gegeben. Gott plant, er will, dass wir auch planen sollen. Dann kann er bestimmen, dann kann er uns wängen. Ich habe manchmal das Beispiel gehört, von wenn der Chor fährt, dann ist es leichter zu wängen. Aber wenn der Chor stillhält, dann wird es dir mehr nicht zu wängen. Und der Chor kommt noch nicht an, wann wir noch wängen können, nicht? So, weil wir uns aufhören, weil wir verweich planen. Was glaubst du, was Gott von dir will? Wenn du so sei ja immer so gesagt hast, du weißt, na, ich will bloß dort, was Gott für mich hat, alle Tag, nicht planen. Bloß, was immer da abkommt, was Gott von mir hat. Wenn du nur sei ja dem, was ich bist, und du bist aber nicht zufrieden mit deinem Leben, dann fang mal mit an zu denken, willst du gerne planen? Willst du gerne mal ein Ding planen? Was du willst gleichen, dort Dinge können anders sein, und wo du dein Leben willst rennen? Sie ich habe geplant, das Jahr, das nächste Jahr 2023, ziemlich krank so, als was ich bei mir habe. Ich habe das Jahr viel gereist. Ich sehe ein paar Mal in Mexiko gewesen, in Paraguay, ich sehe in Belize gewesen, in Seminole. So ab verschiedenen Städten, die ich kann reisen, und mir hat die Arbeit sehr erscheint. Und ich dachte so, ich will Verweichplanen dort vor ich machen. Und meine Jüngste, die hat nach Schule, ich will die vor ich machen mit Schule geben. Und nächstes Jahr habe sie vor sich, sie wird vor sich sein mit Schul. Und so, dann wüsste ich nur dort, dann würde Dinge sich ändern. Aber für so ist es nicht wie, weil ich wieder plane, so ist es bei mir heute. So, wenn du auch plane das, und dort auf einmal anders ausfällt, als du gerade geplant hast, aber du fühlst dir das, wo Gott dir lehrt hat, das ist nicht, dass du mal steckfest bleibst auf deinem Plan. Du kannst Gott Leute dir lehren, aber wenn du nicht plane das, dann ist dort schwor für Gott, die irgendwo Hand zu wängen, wenn du das nicht. Du setzt auf eine Couch und hast deine Hände auf die Füße und hupst Gott Wort an dein Leben noch mal Wort tun. No, da du planest, dass der Schraff uns lehrt, und Gott wird dein Weg bestimmen. Zum Maya lernen, geh auf die Website gladysrempel.com oder auf YouTube und seh noch meinen Namen, Gladys Rempel. Wenn du eine Frau hast oder du mich gleich in Kontakt hast, dann kannst du mir eine Textmessage oder eine WhatsApp-Message schicken auf 205-895-5883. Oder du kannst mir eine E-Mail schicken, nur grempelp@gmail.com.